Moin Leute, Muzi hier und herzlich willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video auf meinem Kanal. Und ja, da die letzte Folge, wo ich schon im PC-Lobby gezockt habe, aber nur im Public, schon so gut ankam, dachte ich mir, ich mache das Ganze noch einmal, nur in Ranked. Wer das letzte Video noch nicht gesehen hat, dem verlinke ich das nochmal unten in der Videobeschreibung. Wer Bock hat, schaut sich das an. Und ja, ich habe dazu in Dia4-Lobbys gespielt, zusammen mit dem Steph, mit dem ich ja damals auch schon das normale Video aufgenommen habe, wo ich im Public gezockt habe. Wer Bock hat, kann ihn gerne auch mal auschecken. Ich verlinke ihn unten in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall auch ein korrekter Dude, der macht viel Livestreams und viel Videos auf seinem Kanal. Wobei es auch um Apex Legends geht. Und ja, auf jeden Fall ein korrekter Typ. Und ja, zum Video. Ich werde euch am Ende des Videos nochmal, ich will euch jetzt nicht direkt spoilern, da werde ich euch nochmal mein Fazit zu dem Ganzen sagen, denn ob es sich überhaupt Sinn hat, überhaupt in Ranked Lobbys zu spielen, ob die Lobbys so schlimm sind oder ob es vielleicht nicht mal ansatzweise so schlimm ist wie in normalen Lobbys, also beziehungsweise auf Konsolen-Lobbys. Aber ja, ich wünsche euch jetzt erstmal noch viel Spaß mit dem Video und wir hören uns später nochmal. Ach, scheiße. Oha, Digga, gekackt. Nein! Halt Maul. Oh. Das ist gleich direkt ein Schatzschweifel. Da sind noch welche. Alter, Longbow, Digga. Ja, moin. Hier ist ein Blunis. Ich hab komplett verkackt. Wave cracked. Lifeline knock. Hier. Da Purple. Ich bin dead. Hab mein Grapple nicht. Wo ist der Typ? Wir werden safe gleich kommen. Hier dich einfach oder mach Body Switch oder irgendwie sowas. Das ist ein Gibby. Hier ist close, der Gibby. Ah, so One Shot, ne? Nice, der hat den angezündet, der Mate. Ja, ich bin tot. Ich hab nichts zum Heilen. Ich komme nicht mehr hoch. Mate muss den haben. Besser ist das, Bruder. Ey Mann, die Leute haben so ein Aim alle auf Range, Digga. Das fuckt heute ab, Digga. Die haben alle 1000er Brezi auf Range, egal welche Waffe sie haben. Komm her, ich geb dir Schilde. Halt's Maul! Ah, toll. Mate, bitte. Mann, die haben alle so ein krasses Aim, Alter. Das fuckt so ab, ne? Nein, der choked. Wo ist der andere? Oh mein Gott, alle dead, dead. Einer hat safe west.
Was? Nein! Oh mein Gott, die Scheiße! Oh mein Gott, wie dumm, Digga. Geh einfach weg da! Yes. Hier! Der Revenant! First Grade! Da ist noch einer! Lifeline! One shot! Hab ich! Ich weiß nicht, wie klar war, dass das die 17 User. Obwohl, die fighten hier unten, da komm mal. Oh, ich hab einen gestuckt, Digga. Ich krieg selbst den Kill. Naja, was? Hat der Mate den bitte wenigstens genockt? Knock. Cover Stick. Wir müssen rein. Das Wichtigste ist Knock. Hast du den gekillt, oder was? Wir müssen im Haus stehen, da kommt ein neues Squad. Ich geh erstmal hier hoch in Highground, um safe zu gehen. Das ist, glaube ich, dasselbe. Das ist ein Octane. Hab ihn. Tot. Das war letztes vom Squad. Finish. Hin. Da ist noch einer. Die haben Portal weggemacht. Die Wesen, die schaffen's. Einer Knock, Wave und der andere war cracked. Ich sehe nicht. Er droht. One, nice. Einer hat Self-Rest. Ich pack's nicht, das war die Wave mit Self-Rest. Ich weiß nicht, wo die ist. Wo ist die Wave? Hä? Nee, das Bomben ist ja gleich hier. Ich glaube, ich habe den Kill nicht gekriegt. Nee, habe ich nicht. Ich habe die aber genockt. War das eine Wave? Das war nicht, das war die Safe. Na moin. Was? Nee, hier ist die Wave. Habe ich. Eins gehört noch. Da vorne. Ein Core-Stick, Purple. Da läuft er ziemlich offen viel drum. Da rechts auch. Hat rot. Lass mal. Was ist mit dem Mate? Was macht er da? Guck. Geh einfach mit mir mit. Vielleicht können wir den Path hier rausnehmen bei mir. Scheiße. Ey Bruder. Pass auf, du bist alleine, mach Bubble. Du bist zu auf dem Field gerade. Der Mate ist auch ziemlich weit weg von uns, leider. Die haben halt einen Corsi, das ist ziemlich scheiße. Oh, der Corsi war glaub low. Der Mate hat den low gemacht. Hier ist Path. Auf dem Dach, Corsic. Cracked. Ich brauche eine Bed, Der Mate hat einen. Er ist down. Wir müssen hin. Ja, es sind zwei. Ich bin tot. Ach, Digga, Mann. Nope. Ey, so dumm, Mann. Ey, das sind wieder solche Noobs. Ich check PC-Lobbys nicht, Alter. Der Pathfinder kam mir vor wie der beste Spieler der Welt. Und es ist so ein Noob. So, und das war's soweit mit dem Gameplay. Ihr habt schon gesehen, es gab nicht sehr viele Highlights. So. Also ich habe wirklich versucht, die Highlights groß zu nehmen. So richtig krasse Gameplays gab es nämlich einfach nicht. Die letzte Runde war die einzigste Runde, wo wir überhaupt mal Top 3 oder Top 2 waren.
Und das, obwohl ich über 4 bis 5 Stunden versucht habe, einen Win zu holen. Und ja, ich finde, das heißt schon alles. Es macht auch vor allem gar keinen Spaß und auch keinen Sinn, meiner Meinung nach, in PC-Wing zu spielen als Konsolenspieler. Ich kann mir aber vorstellen, dass es vielleicht bis, weiß ich nicht, bis Gold oder so, da kann man das gut machen, denke ich. Aber ab da wird es halt wirklich fast unspielbar. Aber wenn es geht, dann bleibt natürlich trotzdem am besten immer in euren Konsolenlobbys. Ihr habt selber gesehen, selbst beim letzten Clip, das waren wirklich keine guten Spieler. Also auf Konsolen wären die auf jeden Fall nicht gut gewesen. Mit Level 200, 300. Aber da haben sie uns wirklich komplett weggerotzt. Und das heißt, finde ich schon einiges. Und ja, müsst ihr euch aber am Ende selber überlegen, wenn ihr einen Kollegen oder so habt, dann ob ihr mit dem Ranked zocken wollt oder nicht. Meine Meinung ist auf jeden Fall dazu, es macht auf jeden Fall gar keinen Sinn, weil die Lobbys wirklich viel zu schwitzig sind. Aber ja, das war's soweit mit dem Video. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn es dir gefallen hat. Wenn es noch nicht getan hat, kannst du jetzt auch gerne kostenlos abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, danke fürs Zuschauen und ciao! We'll be right back.